wichtig für mich ist. Die Tagesmüdigkeit ist ein Symptom, unter dem viele Menschen leiden. Und eine der häufigsten Ursachen ist das Schlafapnoe-Syndrom. Die Luzerner Höhenklinik Montana ist mit einem modernen Schlaflabor ausgerüstet. Kompetente Spezialistinnen erklären den Patienten die möglichen Hilfsmittel zum erholsamen nächtlichen Schlaf. Auf die Nase drauf. So, ich werde Ihnen die Maske jetzt anpassen. Hier zum Beispiel die CPAP-Maske, die in der nächtlichen Untersuchung im Schlaflabor dem Patienten angepasst wird. Wichtig ist, dass Sie ganz normal weiteratmen, wie Sie auch bis jetzt gemacht haben. Nicht tiefer, ganz normal und entspannt atmen. Bei der Schlafanalyse werden dem Patienten bis zu 15 Sonden angebracht, die in der Nacht Sauerstoffsättigung, Atmung, Körperlage und Bewegungen registrieren. Okay, dann kommt jetzt die letzte Elektrode hier am Kinn. Um das Schlafverhalten des Patienten zu diagnostizieren. Sie können jetzt ganz normal weiterarbeiten. Ich werde jetzt ganz gut schauen. Die Schlafanalyse dauert in der Regel 7 bis 8 Stunden. Am Morgen werden die Resultate ausgewertet und mit dem Patienten besprochen. Atmungskurve sieht, da sieht man, dass Sie, wenn Sie mit der Maske aufschlafen, dass Sie wirklich durchgehend schön atmen.